Wir haben Tag 3 in der neuen Wohnung. Es ist schon einiges passiert in der letzten Nacht. Wir haben mir ein bisschen was gezeigt. Migi, entspannt schon am Sofa. Wir haben schon einiges aufgebaut. Wie gesagt, dieser Schrank ist fertig, bis auf eine Tür. Da fehlt leider bei so einem Scharnier zwei Schrauben, die müssen wir gleich beim Ikea irgendwie reklamieren. Die Kommode steht schon, der Schrank steht, das Bett steht, Nachttisch. Ja, im Vorzimmer schaut es ein bisschen aus, weil heute einfach müssen wir das nur wegräumen. Dieser Kallax steht auch und ja, die Küche sowieso. Und jetzt kommen einige Aufgaben. Wir müssen halt zu Ikea, wir müssen zum Baumarkt, wir müssen noch zum anderen Möbelhaus. Wenn wir schauen, was wir mal einen kleinen Couchtisch finden und mein Schreibtisch eventuell. Ja. Ja, nicht eventuell, der muss halt rüber. Ich kann nicht ohne. Ich möchte einfach diese Verkabelung, dass es einfach richtig schön ausschaut, weil ich habe extra ganz viele Sachen fürs Kabelmanagement bestellt. Und Wäsche probieren wir irgendwie noch zu waschen, während wir dann in der alten Wohnung sind. Und dieser Spiegel, der jetzt hier steht, der wird heute hier noch aufgehängt. Das heißt, da haben wir noch eine Aufgabe. Und jetzt fahren wir kurz einkaufen, weil da steht eine Gaskartusche, die muss getauscht werden. Brauchen wir für unseren SodaStream. Wir wollten jetzt gerade unseren Wohnzimmerteppich ein zweites Mal kaufen, und zwar fürs Schlafzimmer, weil das unter meinen Schreibtisch hin soll. Das ist der, nur um eine Spur größer. Nur leider ist er wieder mal nicht lieferbar, also genau jetzt, wo wir ihn brauchen. Aber die gute Nachricht, in 3 Tagen kommt er, das heißt, in 3 Tagen müssen wir wieder daher und können ihn dann kaufen. Bis dahin werde ich mich mit unserem alten Teppich vergnügen müssen. Ja. Oder begnügen müssen. Ja, das Teppich kriegen wir jetzt kein. Jetzt geht's ins Lager, dann holen wir diese Kästen für den Kallax und dann geht's weiter in den Baumarkt. Wieder zu Hause angekommen, jetzt sind die nächsten Sachen verräumt. Wir sind wieder zu Hause. Mittlerweile waren Lina und meine Oma schon dort. Sie haben jetzt die Wohnung nochmal gesehen und wie sie jetzt im aktuellen Stand ist. Die war dann so begeistert da. Und jetzt koche ich gerade. Also Miguel hat gerade nur die restlichen Sachen von gestern gegessen. So Tortellini haben wir gemacht. Und ich habe jetzt gerade einen Tomatensalat gemacht, also bin gerade dabei. Und koche gerade unser Mittagessen für morgen, was wir die Arbeit mitnehmen. Das ist gerade im Ofen. Und wir haben einen neuen Couchtisch gekauft. Und wie es bei uns halt ist, ist er schon aufgebaut. Das ist er. Schaut ziemlich genau gleich aus wie unser neuer Esstisch, der leider noch nicht da steht. Aber der kommt auch in 2 Wochen circa. Das ist der neue Esstisch. Und jetzt gerade bin ich eben am Kochen. Nudeln gibt es mit Tomatensauce, mit so Arrabbiata. Und das dann eben, ja, ist der Tomatensalat. Da bin ich jetzt gerade noch dabei. Mittlerweile ist Tag 4 in der neuen Wohnung und wir sind aber gerade nicht in der Wohnung, sondern es ist Donnerstag. Die 2 Tage, die wir frei gehabt haben, sind vorbei. Heißt, jetzt muss ich in die Arbeit. Was aber wirklich nicht schlecht ist, weil zwischendurch einmal was anderes machen ist echt geil, weil ich hätte gerade wirklich gar keine Motivation, irgendein Kanton zum Ausräumen. Heute am Abend steht dann an Schreibtisch verkabeln, dann muss man noch ein paar Schachteln rüberfahren von der alten Wohnung und einfach für Ordnung sorgen. Und jetzt geht es mal in die Arbeit. Yeah. Sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking.
yeah, no matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop, whoa, yeah. I'm busy tryna take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company. Dann gibt's gute Nachrichten gleich für die B120 Richtung Lackirchen. Der Unfall beim Oberweiß-Kreisverkehr in Gmunden ist geräumt. Der Stau hat sich ja aufgelöst. Live-Fahrt, Ihre Marc spricht, hallo. Oh je. Okay, wir spielen ihn morgen auch wieder. Okay. Was verdammt. Gib dich. Ciao. Tag Nummer 8 in der neuen Wohnung. Wir sind wieder in der alten Wohnung. Oder ich allein momentan. Und jetzt wird diese Wand da gestrichen. Alles geputzt, alles ausgeräumt und heute Abend sollte die Wohnung dann komplett fertig sein zur Übergabe. Weil Freitag in der Früh ist der Termin, jetzt ist Mittwoch, 7:45 in der Früh und jetzt legen wir los. Es gibt viel zu tun. Invite only positivity to this party. Don't want no drama with any bad karma. Got a lot of that in La Vida Loca. Just wanna let it all go. Yeah, I can't say no when I'm this free. Don't wanna go home, oh I can't sleep. Weather's so nice, only got good vibes. Yeah, we here chillin', chillin' in paradise. Sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Kurzes Update um 3:30. Die ganze Wohnung ist jetzt ausgeräumt, bis auf die paar Putzsachen, die wir jetzt noch haben. Da ist alles drinnen, in meinem Oma ihr Auto ist auch komplett voll und mit dem fahren wir jetzt in die neue Wohnung und dann müsste halt eigentlich fast das erledigt sein. Dann gehen wir uns am Abend noch ein bisschen was streichen. Meine Hand ist schon ganz wund, deswegen ja. Wir fahren jetzt einmal und dann. Ups. Und dann. Hoppala. Wir fahren jetzt einmal und dann haben wir alles in den Keller, in den neuen. Und dann ist fast alles erledigt, endlich. Guten Tag. Mini geholfen. Ja. Bist gut? Wieder mein. Super Talent. Da wieder da. Und der Beweis stimmt. Das ist wieder ganz klar. Der Migi ist auch ganz gut beim Minigolf. Ja. Das letzte Loch, das hat das gibt auch für Migi. Oh je. Mama kann es auch gut, gell? Oh. Weil er recht weit ist er nicht gekommen. Jetzt kommt Lina dran. Das ist das gleiche Problem wie bei mir. Man schafft es einfach nicht, dass es reinrollt. Verdammt! Es ist drin! Martin, das gibt's ja nicht! Was? Die ist jetzt reingerollt? Nein! Der ist reingerollt oder was? Nein, das halte ich nicht aus! Ma. Ein Wahnsinn. Ey. Nein, von da. Du musst es schon. Nein. Oh nein. Juhu. Ah, warten. Karachel. Auf das grüne Baum. Ah, Lina, du darfst dich schon hinstellen. Jep! Jep! Ich schnipp schon den! Hey, so oft daneben, wo ist das jetzt so weit zusammenbringen? Das geht ja. Lina! Hey, nein, 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 nein,
kommen jetzt zum letzten Loch, Loch Nummer 18. Momentan führe ich mit 4 Punkten vor der Mama. Aber irgendwie haben wir es jetzt gesagt, weil das Loch so schwierig ist anscheinend, dass wir da jetzt so viele Versuche kriegen, wie wir halt brauchen. Und so oft mal geschossen hat, das wird ja da die Punktzahl, die da drauf kommt. Also kann es im Prinzip nur mehr alles dran. Aber momentan führe ich. Mit ich würde aber sagen, in der. Nö! Was magst du mir denn sagen? Zweite Hälfte hat bis jetzt Lina gewonnen. Was? Gefühlt hast du aber immer nur 6er geschossen, aber naja. Gefühlt aber. 5er, glaube ich. Okay, das heißt, jetzt kommt das letzte Loch und ich glaube, es wird spannend. Wona, du bist Letzter. Ich bin der Erste und Letzte. Ui! Na, das geht mir an. Du bist Zweiter, gell? Also ich bin sowieso immer der Gewinner. Ich bin halt immer. Und an der Stelle würde ich sagen, was ist auch mit dem Video, weil so muss man ein Video beenden, wenn man gewonnen hat. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!